Im letzten Video habe ich euch erklärt, wie ihr euren Kalorienbedarf ermitteln könnt und euch demnach ernähren. Heute schauen wir uns mal an, wie man sich am besten ernähren sollte, wenn man viel Muskulatur aufbauen möchte und dabei wenig Fett zunehmen möchte. Im nächsten Video sprechen wir dann darüber, was man am besten essen sollte, wenn man abnehmen möchte. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Fitness Fritze. Also wer sich schon ein bisschen mit dem Thema Muskelaufbau beschäftigt hat, der weiß, dass man einen kleinen Kalorienüberschuss benötigt, um Muskulatur aufzubauen. Das liegt einfach daran, dass der Körper die Energie benötigt, diese Muskulatur dann auch herzustellen. Aber Problempunkt dabei ist, dass man etwas Fett ansetzt. So, und es gibt natürlich die klassische Massephase, wo man einfach nur am Essen ist. Viel Fett, viel Kohlenhydrat, aber natürlich auch viel Protein, was sehr wichtig ist. Aber man wird dann auch schnell sehr fett, na, ganz klar. Habe ich selber auch gemacht. Ich sah dann muskulös, aber natürlich auch fett aus und die Diät hat umso länger gedauert. Deswegen wollen wir nur einen kleinen Kalorienüberschuss von vielleicht 200, 300 Kalorien. So nehmen wir zwar auch ein klein bisschen Fett zu, aber lange nicht so viel, wie wenn wir so einen richtigen Dirty Bulk machen würden. Schon mal merken, auf die täglichen Kalorien, die du verbrennst, nochmal 200 bis 300 draufrechnen und das ist dann das, was du essen solltest. Hinzu kommt natürlich noch viel Protein. Aber was heißt jetzt viel Protein? So eine allgemeine Formel ist immer 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn du 70 Kilo wiegst, dann isst du 140 Gramm Protein am Tag. Mehr ist aber immer besser. So, dann ist es natürlich klar, dass du nicht irgendwas essen solltest, sondern schon die richtigen Sachen. Das heißt jetzt nicht 5-mal die Woche McDonald's, um aufzubauen, sondern schon irgendwie vernünftige Lebensmittel. Da sind erstmal natürlich auch die Kohlenhydratquellen interessant, weil die dir Energie liefern. Da könnte man zum Beispiel über Nudeln, Linsen, Kartoffeln, Reis, Haferflocken sprechen. Proteinquellen wie Fleisch, Fisch, Eier, Quark. Aber natürlich auch Fettquellen und die sind auch nicht zu vernachlässigen. Ich sehe das oft in zum Beispiel Full Day of Eatings von Bodybuildern, dass dann extrem wenig Fett gegessen wird, nur Kohlenhydrate und Protein. Aber ganz ehrlich, wer soll das schaffen, wenn man viele Kalorien essen muss, alles nur durch Protein und Kohlenhydrat fast zu decken? Und nur so ein ganz bisschen Fett. Außerdem haben Fette Vorteile für den Muskelaufbau. Gesunde Fette fördern nämlich das Hormon Testosteron, was erstmal wichtig ist. Und außerdem sollte man meiner Meinung nach keine gesunden Fette vernachlässigen. Aus Avocados, Eiern, Olivenöl. Das wird natürlich viel gemacht. Dann entscheidet man sich irgendwie lieber fürs Weißbrot anstatt für eine Avocado, weil man ja die Kohlenhydrate braucht. Muss ja in meine Makronährstoffe passen. Aber diese ganzen anderen Sachen vorne vorlässt. Und das finde ich dann bescheuert. So, darüber haben wir jetzt geredet. In diesem Video hast du erfahren, wie du mit wenig Fettzunahme viel Muskulatur aufbauen kannst. Im nächsten Video reden wir über die Diät. Bleibt gesund, bis dahin trainiert fleißig und sehr gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen hoch geben. Wir sehen uns dann. Außerdem könnt ihr gerne noch einen netten Kommentar da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video.